es nach Schachtmeister Stefan Flasser geht, kann der Verkehr ab kommenden Mittwoch durch den Kreisel an der Sparkasse geführt werden. Dann müssten die Bau- und Markierungsarbeiten abgeschlossen sein. Damit ist das Bauunternehmen rund 14 Tage eher fertig, wie ursprünglich vorgesehen. Jetzt müssen nur noch die Lichtanlagen errichtet und angeschlossen werden, damit die Fußgänger an den drei Überwegen die Straße sicher passieren können. Die Markierungsarbeiten des gesamten Kreisverkehrs sind für Freitag vorgesehen. Im Zuge der damit verbundenen Umrüstung der Baustellenabsicherung kann es zu kurzzeitigen Behinderungen und Verzögerungen im Verkehrsablauf kommen. Darauf weist die Stadt Balve hin. Zum Stadtfest kann die gesamte Kreiselanlage besichtigt werden. Sie werde dann so hergerichtet, dass eine Absicherung zum Straßenverkehr erfolge, so Schachtmeister Stefan Flasshaar. Damit keine Fahrzeuge in den Baustellenbereich einfahren können, bleibt die Baustelle auch von der Hauptstraße aus gesperrt. Für Fußgänger ist sie aber frei begehbar. Die Mittelinsel sowie die Fußgängerinseln seien überfahrbar ausgelegt worden, damit auch Schwertransporte ohne Probleme die Bundesstraße befahren können. Bei der Mittelinsel seien Überfahren durch Lastzüge einkalkuliert, die sonst gar nicht um die Kurve kommen würden. Man darf also gespannt sein, wie der Balver Kreisel den Verkehrsfluss entspannt.